Meine Lieben, guten Morgen. Ich stehe hier mitten im Wald. Ich bin unterwegs und guck mal, ich mache die Kamera raus. Ich bin hier umgeben von Bäumen und Wald und Feldern. Ja, ich bin hier zu Besuch bei guten Freunden und ich habe hier einen wunderschönen Platz unter Bäumen. Allerdings, naja. Der Strom ladet nicht so richtig und Fernsehen habe ich auch nicht, also Satellitenempfang ist nicht da. Muss ich mal gucken, vielleicht bleibe ich hier, vielleicht fahre ich auch weiter, muss ich erst mal sehen. Aber ich kann euch ja erst mal ein bisschen so das Umfeld zeigen. Hier gibt es so sehr schöne Hütten, so Freizeitgrundstücke. Ja, das zeige ich euch jetzt mal. Ich zeige euch das nochmal, wie da hier dasteht, mitten im Wald. Das ist so ein Freizeitgelände, wo so Hüttentopf stehen. Ja, jetzt kommt die Sonne raus. Ja. Hier gibt es ganz viele Eichhörnchen und irgendwelche Vögel, die ich nicht kenne. Ja, und das sind dann irgendwelche, die hier wohnen, auch richtig Vollzeit. Ja. Ist ein ganz schönes Stück, schönes Fleckchen Erde. Das ist hier in Martfeld bei Bremen. Ich habe vorher noch nie gehört. Ich war hier auch in der Ecke noch nicht so. Ja. Ja, das ist jetzt schon die restaurierte Hütte oder Haus. Ist alles schon gemacht, schon fertig. Fast zum Wohnen. Hier gibt es einen kleinen Hund, Rudi, der wilde Rudi. Hier ist noch jemand anders, Kaya. Hallo. Ja, ich gehe mal, kann ja mal herausgehen und nach ein paar Grundstück mal gucken, wie es da aussieht. Viel Holz gibt es hier, also heizen kann man ohne Ende. Da vorne, das sieht auch ziemlich neu aus, alles, ja. Hier hat man ein Carport gebaut fürs Haus. Fürs Auto. Fürs Haus, fürs Auto. Oh, Wahnsinn. Und da kommen die zwei schönen Damen. Haben gesagt, wenn Gabi das Grundstück hier neben nimmt, Ja. da kann man das Haus abreißen, dann kannst du ein Und schönes neues da bauen. habe ich ja gestern schon gesagt. Ja, Da also das haben wir kommt gestern die abgemacht. zweite schöne Frau, winke mal. Ja. Naja, Das machen wir wohl. Das hat er ja selber gesagt. da müsste man aber fragen, ob das erlaubt ist. Doch, weil er hat uns vor ein paar Wochen gerade Ja, hat erzählt, er. das Haus abreißen und entsorgen würde Und. zwischen 2.000 und 3.000 Euro Oh. kosten durch diese Und alten deswegen macht er das Materialien. nicht. Ja. Und deswegen Ach lässt er das so. Aber wer das festhalten. macht praktisch, Wer ja, das da. macht, Ja. kann das. Und Gabi, das dann wäre können doch. wir einen großen Garten Ja. zusammenziehen. Ja. Aber ich glaube, wir haben da ja letzte Woche reingeguckt. Das ist gar nicht so schlecht. Also, das ist der Nein. Anbau hinten, dieser Oh. Schuppen, der ist kaputt. Der ist gammelig. Genau. Aber das ist eigentlich nur ein Schuppen. Also, man kann das alles Naja. machen lassen. Und dann Aber. sagt Nico gleich, naja, und wenn Gabi das erstmal in Auftrag gegeben hat, ich kann ja dann immer mal gucken, wie die Ja, denn genau. vorankommen mit dem Bau. Ja, wir können den Bau beaufsichtigen. Ach so, das ist der Wohnwagen von Kaiser, Genau. ja. Das ist fertig drin. Den haben wir ein bisschen renoviert. Und das ist Doreen, ihr Domizil. Ja. Ach, sieht ja niedlich aus, auch von außen, ja. Ja. Kannst Ja, dein. ist viel kleiner als das bei Nico, ne? Ja, aber wir sind ja auch zu zweit. Ja, Genau. genau. Und da muss ja Nein. jeder einen Raum haben und den haben wir ein Hat ja bisschen. jeder ein Schlafzimmer, ne? Dorin, Jantje und ich, ja, wir haben Ja. jeder ein Schlafzimmer. So, und dann ist das hier mal. Die Terrasse haben Jantje und ich selber gepflastert. Ach schön, guck mal. Hier kann man dann schön untersitzen. Sehr schön. Und guck mal, mein tolles Blumenbeet, was ich gebaut habe. Hier, die Kräuterspirale. Ach schön. Das wächst richtig gut da drin. Ja. Und da meine Dusche. Ach schön. Oder Dusche. Das Ja.
toll. Dann diese Campingdusche, die wird dann da genau, reinkommen. Und dann kannst du da unter duschen. Schön. Das haben wir alles in diesem Jahr neu. Im letzten und diesem Jahr. Genau, alles. Alles neu gestrichen. Genau, das ist. Du kannst du noch aufschließen, ich würde gerne gucken, ob da Kühl. Ja. Und die Weihnachtslaterne hängt auch schon. Ja. So, ich roch jetzt erstmal eh, ne? Setz dich nicht hierher. Ja, pass auf, nass. Vielleicht ist sie nass. Oder? Lieber dahin, Gabi, da ist trocken. So, dann wollen wir mal gucken. Sehr schön. Guck mal, gucken wir gleich mal durchs Fenster. Ach, guck mal. Ja. Heiligenhallen von Doreen. Rudi mit dem Morgen. Hier ist der Wintergarten. Was ist denn das hier? Ach, Kühlschrank. Ja, das, ja. Aber das ist, der ist gar nicht im Gang. Aha. Schöner Vorbau. Ja. Mhm. Komm rein. Wohnzimmer mit Fernseher. Schön. Ja, kleinen Ofen. Ach, niedlich, hä? Ach, guck dir das an, eine kleine Küche. Das würde mir auch vollkommen reichen. Ja. Das würde mir reichen. Ja. Das reicht. Das und, ist das Schlafzimmer. Und eine Bucht, genau. Genau. Nur mehr. Ach, da ist ja und da ist noch ein Bad. Ja. Ach, na Mensch, guck mal. Ja, schön. Also, das würde mir ja auch reichen. Ja. Vollkommen. Also für eine Person, für mich hätte das auch gereicht. Na, also, zur Not kannst du auch zur zweiten Woche. Ja, natürlich. Aber wenn ich alleine hätte eine Entscheidung treffen müssen, hätte ich dies wahrscheinlich dann auch genommen, als so ein ganz großes. Ein Ofen habt ihr hier, ja. Ja, den haben wir hier zusammen besorgt. Und super. Ja. Nein? Schön, ja, sehr schön. Ist auch schön. Sehr schön. Ganz interessantes Grundstück. Gucken wir uns mal die ganzen Tiere an, oder was hier alles. Ui. Ach, guck mal, die zwei Köpfe in dem Holzbock da. Naja, jeder hat einen anderen Geschmack, ja. Jeder hat irgendwie... Mhm. Ja, das muss man mögen. Ja, ihr Lieben, das war nur der Rundgang hier, die schöne Anlage. Ich überlege ernsthaft, mir hier vielleicht was zuzulegen, ein Grundstück zu kaufen oder eben zu pachten und mir da ein Holzhaus hinzusetzen. Ist schon verlockend, die Ecke ist auch schön, nicht weit zur Ostsee. Naja, ich guck mal, muss ich mir überlegen. Sollte euch das Video gefallen haben, gebt mir Daumen nach oben, abonniert mich und ich melde mich, wie es weitergeht mit meiner Reise. Ich bin nämlich noch ein bisschen unterwegs. Tschüss.